Und damit begrüße ich euch recht herzlich zum ersten Prospekte-Video für dieses Jahr. Wir starten mit dem Aldi Süd-Prospekt und steigen direkt mit dem ersten Artikel ein, voll auf die 12. Und ich würde sagen, viel Spaß! So, es geht los mit der Helios Wolfblatt. Ist auch eine relativ bekannte Batterie, gab es vorher unter dem Namen Toronto. Für 8,99 wirklich top meiner Meinung nach. Hat sehr schöne Brokatgoldzerleger mit bunten Sternen. Ist bei mir dieses Jahr auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Also, ich finde, das ist sogar fast ein unterschätzter Artikel. Ich persönlich mag sie sehr, sehr gerne. Hat auch Heule im Finale noch. Also wirklich für den Preis sehr, sehr gut. Kann ich wirklich nur eine Kaufempfehlung für aussprechen. Dann geht's weiter mit der Guardian. Das ist die ungelabelte Toxic. Ist auch eher so eine typische Schnellfeuerbatterie. Heißt kleine Zerleger, die dann am Himmel ein schönes Bild erzeugen sollen. Und es ist ja bekanntlich nicht so mein Ding. Aber für 8,99 ist sie wirklich schön. Hat schöne Effekte. Kann man mal mitnehmen, wer drauf steht. Dann geht's weiter zur Artus. Muss ich gar nicht viel zu sagen. Ist eigentlich der Klassiker schlechthin. Früher unter dem Namen Reno bekannt bei uns im Süden. Im Norden heißt die Boysen. Kennt eigentlich jeder. 16 Schuss für 2,99. Hat große rot-grüne Zerleger. Ja, für den Preis eigentlich immer mit dabei. Klassiker. Macht man eigentlich nie was mit falsch. Dann geht es weiter zur Swords of Fire. Eine 62 Schuss XXL Kombinationsbatterie. Ist auch eine sehr schöne Batterie. Neuheit von letztem Jahr. Hat große goldene Zerleger mit bunten Sternen. Ist die ungelabelte Wild Thing. Und hat auch ein schönes Finale. Also kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Dann geht es weiter zur Merlin. Kennt man eigentlich auch. Ist auch mittlerweile ein Klassiker geworden. Hieß früher Palermo. Im Norden Pegasus für 2,99 eine wirklich sehr schöne Fontänenbatterie. Hat schöne Effekte und ein schönes Crackling und eigentlich auch eine ganz gute Steighöhe. Also die ist eigentlich auch immer mit dabei. Ja. Dann geht's weiter zur Percival. Man erkennt es an der Marathon-Effekt-Batterie schon. Das ist die ehemalige Barcelona bzw. auch unter dem Namen Happy Sky bekannt. Für 6,99 ist halt so auch so eine Schnellfeuerbatterie mit römischen Lichtern und kleineren Effekten noch drin und kleineren Zerlegern. Ja, ist ganz nettes Ding eigentlich. Für 0 Uhr nix, aber so zum Warmwerden eigentlich eine ganz nette Batterie. So, da wären wir auch schon beim ersten Verbund angelangt und zwar dem Sky of Diamonds. Das ist der ungelabelte Vico Star Attraction Verbund. Hat eigentlich auch sehr schöne Zerleger mit drin, Heuler, Kometen, also auch so ein gemischtes Ding. Für 50 Euro, ja, ganz nett, wenn noch irgendwie was für 0 Uhr sucht, als Vorfinale vielleicht, der kann sich den mal angucken. Aber so, ja, ist er eher mittelmäßig meiner Meinung nach. Ist aber auf jeden Fall nicht schlecht. Dann geht es weiter hier zur Dragonfire für 19,99 €. Das ist der ungelabelte Veko Höllenritt. Ist eigentlich auch eine relativ schöne Batterie mit schönen Zerlegern und auch Schützerlegern. Was ich persönlich sehr schön finde, lasst euch dafür nicht abschrecken, weil die Schützerleger von der Batterie sind wirklich sehr, sehr schön. Und sieht man auch gar nicht so oft bei Batterien, insbesondere nicht im Discounter. Also wirklich ein interessantes Ding, kann man sich auf jeden Fall mal angucken und vielleicht sogar mitnehmen. Dann kommen wir zum King & Queen Batterieset. Zweiteilig für 29,99 €. Wirklich ein gutes Set meiner Meinung nach, da die Batterien wirklich sehr schöne, sehr große Zerleger haben. Für den Preis ist es wirklich ein sehr schönes Set meiner Meinung nach. Also das kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Dann kommen wir zu einem weiteren Verbund und zwar dem Golden Kingdom für 29,99 €. Ist auch unter dem Namen Metropolis bekannt. Hieß früher auch Chicago im Süden. Ist ein wirklich guter Verbund, auch vom Preis her, denn der besteht einmal aus der Thousand Islands und zweimal der Orient Express. Man muss sich überlegen, allein die Thousand Islands kostet manchmal schon fast 20 €. Also lohnt sich vom Preis her wirklich, hat auch schöne goldene Zerleger. Also der Verbund ist wirklich nicht schlecht. Dann haben wir die Magical Sky Batterie. Das ist ein zweiteiliges Set und zwar hieß das früher Las Vegas, kennt man eigentlich auch. Ist meiner Meinung nach wirklich ein schönes Set, weil da wirklich schöne Effekte mit dabei sind. Ist also eine Röhli-Batterie mit Crackling-Kometen auch, ohne Zerleger. Ja, kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Ich persönlich finde es ganz schön eigentlich. Vor allem auch, weil die eine Röhli-Batterie, die Las Vegas 2 ist, wenn mich nicht alles täuscht,
die auch gelbe und lilane römische Lichter hatten. Das sieht man ja auch nicht allzu oft und von daher auch von der Farbgebung her sehr schön. Also das ist wirklich zum Aufwärmen ein sehr schönes Set meiner Meinung nach. Für 10 Euro kann man sich das wirklich mal gönnen. Dann kommen wir zum Ironheart-Verbund. Das ist der frühere Lissabon-Verbund und der ist für den Preis wirklich so teuer meiner Meinung nach. Hat zwar schöne Zerlege am Ende, ist aber recht langweilig, also von dem kann man eigentlich getrost die Finger lassen. Da gibt es wirklich Besseres. Dann kommen wir zur Mystic Sky Batterie, nein Quatsch, zur Mystic Moments, Entschuldigung, für 7,99 Euro. Ja, ist ein ganz nettes Ding, hat recht gute Zerlege und auch ein wirklich schönes Finale mit Heulern, also die kann man sich wirklich mal angucken. Ist eine wirklich gute Batterie eigentlich für den Preis. Dann haben wir die Excalibur, auch berühmt und berüchtigt. Ich weiß nicht, ich glaube niemand versteht, wie sich die so lange im Sortiment halten sollte. Das Schlimmste war, ich stand letztes Jahr im Lidl an der Kasse, weil die gibt es auch bei Lidl unter dem Namen Casino Royale. Und da hatte jemand natürlich schön in der Casino Royale unterm Arm, halt glücklich gestrahlt. Es war schrecklich. Naja, auf jeden Fall. 36 Schuss, 120 Sekunden Brenndauer. Und spätestens da merkt man, das ist ja eigentlich eine relativ lange Brenndauer für 36 Schuss. Und das ist genau das Problem bei der Batterie. Die Zerlege sind okay, meiner Meinung nach. Aber die Schussfolge ist wirklich, boah, da schläfst du ein und denkst teilweise, dass die Batterie ausgegangen ist. Also von der kann man wirklich nur die Finger lassen. Also da rate ich ganz, ganz dringend von ab für 20 Euro auch. Also nee, ist mir echt ein Rätsel, wie ich die so lange halten kann. Definitiv nicht empfehlenswert. Und dann haben wir hier noch Screaming Grizzly für 8,99 €, ist eine 300 Schuss Heuler Batterie, kennt man auch, gibt es auch in ganz verschiedenen Discountern zu kaufen. 8,99 € ist so der Standardpreis für die Dinger, machen ordentlich Radau, haben auch teilweise eine gute Schussfolge, nicht immer, aber kommt auf die Charge halt an. Aber so sind die eigentlich immer relativ schön, ein bisschen Aufmerksamkeit zu bekommen, die Nachbarn ein bisschen zu ärgern, also wirklich ein schönes Ding. So, und da sind wir auch schon bei den Raketen- und Familiensortimenten angekommen und wir steigen ein mit dem Familiensortiment Camelot. Das hieß früher Berlin, ist ein wirklich schönes Ding für 18,99 €, kann man das eigentlich mitnehmen. Ist mit schönen Raketen eigentlich von Weco, wobei bei Weco kann man das ja nie so pauschal sagen, da die Raketenbefüllung ja immer stark variiert. Aber ja, ist eine schöne Sortierung, auch mit Diamantsäule, was ich persönlich natürlich sehr schön finde. Kanonenschläge sind dabei, Goldregen. Ja, ist wie gesagt eine schöne Sortierung, kann man machen. Dann kommen wir zum Avalon-Sortiment für 9,99 €. Auch da sind die mittleren Raketen von Weco drin, die aber auch eigentlich in der Regel einen sehr schönen Effekt haben. Dann haben wir noch hier eine kleine Knallkette, wir haben Knallfrösche drin, Böller, Knallteufel leider auch, Knallfrösche. Also auch eine sehr schöne Sortierung meiner Meinung nach. Das war früher unter dem Namen Paris zu haben. Aber London und Paris ist ja im Prinzip dasselbe. Und ja, ist ein schönes Ding. Dann kommen wir zum Excalibur unter den Raketensortimenten. Und zwar Galahad. 4,99 €, sechsteilig, sieht gut aus, ist aber definitiv nicht gut. Bei den meisten Leuten, die das hatten, sind die Raketen einfach am Himmel verpufft. Es ist kein Effekt zu sehen gewesen. Wenn sie dann einen Effekt haben, dann ist der auch extrem mager, ein Furz im Himmel praktisch. Also auch von dem kann man eigentlich die Finger weglassen, beziehungsweise man kann es einmal mitnehmen für 5 Euro, wenn man dann genug Geld hat. Aus Spaß einfach. Ja, warum auch immer. So, dann haben wir das Lancelot-Sortiment. Das gab es vorher unter dem Namen Rio für 17,99 €, 18 Raketen. Ist halt so das klassische Raketensortiment bei Aldi, würde ich sagen. Befüllt mit verschiedenen Raketengrößen von Weco, halt auch die großen, kleinere. Das kann man wirklich auch mitnehmen. Sind auch Doppelschlagraketen mit dabei. Also das ist wirklich so ein sehr gutes Sortiment, würde ich sagen. Also wenn man Raketen haben möchte, kann man das mitnehmen. Dann geht es weiter mit dem Ivanhoe-Raketensortiment. Und das war früher das, beziehungsweise gibt es auch bei Lidl als Highspeed-Bombs. Kennt man auch. Ein klassisches Sortiment, 8-teilig für 9,99 €. Ja, auch mit den großen Raketen drin. Hat in der Regel eigentlich schöne Effekte, kann man eigentlich immer mitnehmen. Dann kommen wir zu einem Artikel, den ich persönlich sehr gerne mag. Ist auch nicht unumstritten, würde ich sagen. Weil 8,99 € für einen Vulkan ist manchen zu teuer, mir persönlich eigentlich nicht. Ich sag wirklich, das lohnt sich wirklich für die Vulkane. Und zwar die Magma Monster Vulkane.
Das sind die Veco bzw. Vulcano Schweizer Vulkane. Und die sind wirklich ultra schön, meiner Meinung nach. Die haben wirklich eine meterhohe Effekthöhe. Ich glaube, bis zu 6 Meter hoch können die werden. Und das erreichen die auch wirklich. Also 6 Meter ist da wirklich eine realistische Angabe. Gibt es hier in verschiedenen Sorten. Und zwar einmal in Gold, einmal in Color und einmal mit pinken Sternen und einmal mit Blinksternen. Und ein Geheimtipp von mir ist eigentlich der mit Blinksternen, weil der einen sehr interessanten und kreativen Vorbrenner hat und auch wirklich sehr schöne Blinksterne. Also ihr merkt schon, ich komme in Schwärmen, also holt euch mindestens einen davon und am besten jeden von einer Sorte, jeden so rum. Also der mag ich total gerne. Dann kommen wir zum Art of Light Sortiment. Das ist das ehemalige Milano, kennt man auch, befüllt mit den ja, Standard Helios Sachen, der Helios Fontäne, Doppeldecker, Vulkane zweimal für 9,99 €. Wer Leuchtfeuerwerke noch haben will, eigentlich auch, kann man nichts falsch machen, großartig. Dann geht es weiter mit der Black Knight. Ja, römisches Lichterverbund für 7,49 €, 210 Schuss. Wer sowas haben möchte, ist es, denke ich, ein guter Preis. Ich persönlich brauche es nicht, aber ja, für den Preis okay, wer sowas sucht. Langsam ist das Ende des Prospekts schon wieder in Sicht. Wir haben hier das Braveheart Sortiment. Das ist das umgelabelte Montreal. Kennt man auch. Mit einer schönen Befüllung mit Knallfröschen drin, mit Superböller 2 und ansonsten eben noch Leuchtfeuerwerk. Für 6,99 € klassisch kann man eigentlich auch wirklich mitnehmen. Ja. Dann die Maxi Star Super 100 Wunderkerzen. Kennt man auch, sind diese 5 Minuten Wunderkerzen, werde ich mir wohl auch einmal mitnehmen für Silvester, dann einfach, ja, gehört halt dazu. Dann Stimmungskanonen, brauche ich nicht drüber reden. Pyro Superstars, kann ich noch ein paar Worte drüber verlieren, für 4,99 € ein Jugendsortiment. Sieht aber eigentlich auch, ja, okay aus. Sind halt sehr viele Knallerbsen drin, 150 Stück. Dann halt noch die typischen Klasse 1 Sachen, ja. Kann man mitnehmen, ist okay für den Preis. Ja, und dann haben wir noch die Thunder Cube bzw. das Thunder Cube Set. Da sind 6 kubische Kanonenschläger enthalten für 1,99 €. Kann man die auf jeden Fall mitnehmen, denke ich. Ja, die von Veco sind ja eigentlich auch meistens wirklich gut noch. Also da kann man wirklich zuschlagen. Dann haben wir zu guter Letzt noch das Big Bang Böller Sortiment für 1,99 €. Sind keine Mini-Knaller drin. Kann man sich eigentlich auch gut und gerne mal gönnen. Hat eine schöne Sortierung, alles dabei halt. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende von diesem Prospekt angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein paar Tipps für die Einkaufstour geben und es hat euch natürlich auch ein bisschen gefallen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss!